Hallo und herzlich willkommen zu eurem Tornado Stream. Wir sind heute wieder beschäftigt mit Gran Turismo Sport und heute sind wir auf den WeatherTech Raceway Luna und wir machen jetzt wieder alles auf Gold. Nur Gold ist der Maßstab der Dinge. So, hier haben wir die einzelnen Sektoren und eine Runde am Ende. Und wir fahren das mit der Viper SRT GT3. Hier sieht man schon, ich habe angefangen und wir gucken jetzt mal, wie ich mich da durchwurschtel. Also einfach Konzentration und durch. Ja, rein da. Alles auf Gold, 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 Gold. Nur Gold zählt. Jo. Mal sehen, ob ich das alles in One Take hinkriege. Ich glaube nicht. Machen wir hier so ein bisschen runter. Okay, Aufgabe Nummer 1. Ich habe es schon mal gemacht, habe eine Bronze gefahren, aber wir machen jetzt mal weiter. Okay, volle Konzentration. Voll durch. Oh, oh nein, das geht ja gar nicht. Hahaha. Direkt gleich neu. Und los. Und? Eine Silber haben wir schon mal. Aber jetzt brauchen wir Gold. Gold, Gold, Gold. Ja, das brauchen wir. Gold. Nochmal. Oh, los. Früher runter vom Gas, Vollgas. Oh. Total für'n Arsch. Geht nicht. Nochmal. Verliert zu viel Speed. Drauf. Jetzt 31, 31. Gold! Goldige Zeit, naja, Gold. Oh. Geil. So, die erste Gold haben wir. Komm, beriesel mich mit Gold. So, und jetzt sind wir im Sektor 2. Das sieht schon etwas vielleicht leichter aus meiner Sicht. Und rein. Auge. Okay.
kommt eine links. Ne? Ja. Ja, die habe ich. Ja, die habe ich unterschätzt. Eindeutig. Muss voll rein hier. Und bremsen. Man sieht die Kurve gar nicht. Das ist ja das Perverse. Man sieht die Kurve gar nicht. Also, aber jetzt bin ich vorbereitet. Geschaltet. Doppelt. Hoch da. Tretet, fährt hoch. Uff, ganz knapp. Das war knapp. Das kriegen wir hin. Geist aus, der nervt. Und jetzt ein bisschen früher denken, als man denkt. Gut. Exzellent. Habe ich gedacht. Habe ich gedacht. Es war Gold, aber es war kein Gold. Ja, geil. Naja, ein Bullshit. Bullshit. Bremsen. Jetzt haben wir es. Darin gesehen, wie drin hier ist? Auch eine 30. Eine 30 für Gold. In den Kurven schneller werden. Jetzt aber. Ich freue mich so, Alter. Gold ist einfach geil. Seht ihr, da war der Fehler. In den Kurven waren wir zu langsam. In den Kurven. Das war das Problem. So, und jetzt? Wie dieser ganze Abschnitt? Okay. Nun ja, egal. Und rein. Ja. Stimmt, der ist ja der Abschnitt. Oh, oh, oh. Nicht nachgedacht.
kommt jetzt eine ganz harte Schikane. Ach du Jemini. Geil. Nochmal. Mein Gott, was mache ich denn da? Ganz schön anspruchsvoll. Der letzte Abschnitt ist extrem anspruchsvoll. Übertriebene Haarnadelkurve. Ey, die letzte Kurve ist ja übertrieben haarnadelmäßig. Boah, ganz runter, komplett bis auf null, erster Gang. Gilt das noch? Und jetzt hier komplett hier runter schon. Na, 49, das wird so zu machen sein. 46, 47. Boah, ich brauche aber eine 45. Also sind wir noch ein bisschen von entfernt. Oha, tricky, tricky, tricky. Aber egal, wir machen es einfach. Wie viel haben wir schon auf dem Tacho? 13 Minuten, das geht. 45,2 sind zu schlagen. Aber hoch hier. Boah, ist das heftig weit weg. Hier bin ich so richtig weit weg vom Schuss, aber wir müssen weitermachen. Moment.
das noch? Alter Schwede, ist das hart. Mann, Alter. Darf ich nicht. Ich muss früher runter. Viel früher. Ach du Scheiße, Mann. Boah, ist das anstrengend. Nochmal. Schaffen das. Ich glaube, ich weiß wie. Schon an, ey, scheiße. Reiß sie zusammen jetzt. Jetzt aber.
Ja, beim letzten Ding hat mir was gefehlt. So, jetzt haben wir Bronze. Jetzt haben wir schon mal Silber. Silber ist gut, aber jetzt brauchen wir noch Gold. Wird doch wohl gelacht sein, wenn wir das nicht hinkriegen. Einfach in den Kurven schneller sein, wie immer. Hier fehlt mir die Sekunde. In der letzten Schikane fehlt mir die Zeit. In der letzten Kurve. Jetzt aber. Aber jetzt. Dann war doch wieder Schrott. Jetzt müssen wir noch ein bisschen schneller sein. Jetzt mal.
jetzt aber. Komm, alles, alles. Aber jetzt. Hält es, ich brauche nur ein bisschen, nur so ein bisschen, nur so ein bisschen, so ein bisschen. Jetzt. Rein. Gold! Yeah! So, und jetzt. So, und jetzt machen wir eine schnelle Runde und geben alles, was wir haben und machen jetzt auch nur noch Gold. Also wir brauchen für Gold eine 1,25,1. Also los. Warm. Alles abrufen, was erinnert ist. Egal. Das brauchen wir schon gar nicht probieren, Mann. Wenn wir hier schon so scheiße rumkommen. Und los. Mein Gott, wird ja wohl geil. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Beschissener geht's gar nicht. Thank you.
okay, hier weiß ich schon, hier fehlen die Sekunden. Ach, locker. Er muss ja nur 3 Sekunden schneller sein. Muss er nur 3 Sekunden schneller sein. Schau mal. Abrufen. Ich komme gar nicht rum mit der Dinge hinter. Bei der Kurve, die erste ist voll scheiße. Sortieren. Dieser Abschnitt lässt sich total scheiße fahren, in Meinung. Verdammt. Tatsächlich 27. 2 Sekunden fehlen mir. Also eine Silber haben wir schon. Das ist doch geil, Mann. Ich muss mich voll konzentrieren. Was drinne? Erstmal was saufen. Okay, los. Los. Ich will es. Thank you.
Mist, das wäre es gewesen von der Zeit. Ich hab's in der letzten Kurve versaut. Jetzt. Drifts kosten immer Zeit, Mann. Jetzt wird's. Das wird die Zeit. Und jetzt Vollbremsung ab hier. Zweiter Gang. Blind eingelenkt, man sieht nichts. Voll durch. Zweiter, fäushalber, damit ich nicht wegslide. Voll drauf. 5 Sekunden. Heiz hat sich. Fahr. Ja! Ah, puh. Alles auf Gold geschafft, wie erleichtert ich jetzt bin. Geil. Ja. Ja, Mann. Ist das wieder geil, Mann. Wir haben es geschafft. Ja, wollen wir mal gucken, was die Belohnung ist. Hier, ihr könntet sehen, alles Gold. Gold. Wir gucken uns auch nochmal die Wiederholung an. Wollen wir die Wiederholung sehen, wie sauber die natürlich war, in Anführungsstrichen. Geht doch, lässt sich sehen. Wieder mit dem Driften. Voll am Driften. Ich weiß gar nicht, an irgendeiner Stelle hier ist mir das Auto komplett ausgebrochen. Meine ich das hier direkt blind durch. Direkt blind. Man weiß einfach gar nicht, weil man da den Berg hat, wie es dann runtergeht. Schön. Da war der Drift. Wie hat doch mal Walter Röll gesagt, irgendwie in der Rallye zählt, heißt es doch so, nur quer ist wer, also nur wenn man driftet, ist man wer. Also nur quer ist wer. So, und jetzt gucken wir mal raus, was wir für eine Belohnung für ein Auto wir kriegen. Jetzt komm. WeatherTech, Raceway. Alle Rekorde. Hast kein Auto dabei, was ich mag. Ja doch. Na, was haben wir denn da Schönes? Ferrari 512 BB. 1976, den werden wir jetzt auch testen, weil das habe ich ja gesagt, wenn wir das machen, wenn wir auf Gold gehen, dann machen wir auch eine Testfahrt. Ja. Yeah. Alle Streckenrekorde freigestellt. Alles gut. Hier übrigens sieht man auch alles Gold. Was ich so anfasse, alles ist Gold. Gehen wir raus. Ja, tägliches Trainings abgeschlossen, das wollen wir eigentlich jetzt nicht, aber egal, komm her, zeig auch. Zeig's mir.
du was dabei? Oh, dieses lange Ding da. Ne? Jo, jo, ho, ho. Oh, ah. Guckt euch das an. Puh, Alter. Peugeot L500R Hybrid. Krass. Aber das testen wir jetzt nicht, das war ja nicht Sinn der Sache. Also raus. Bevor wir testen, zeige ich euch noch mal was anderes, weil ich habe auch noch vor, was anderes zu machen. Und zwar, hier, Mission. Ich habe alle Missionen auf Gold, 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 Gold. Und habe jetzt nur noch diese letzte Aufgabe. Das sind 4 Runden um den Nürnbergring. Das wird ein gesondertes Video. So, aber jetzt machen wir erstmal eine Testfahrt. Mit den Ferrari. Zeitrennen. Los, los, los. Mann, ey, wird scharf. Machen wir das einfach mal. Monster, ist immer gut. Mittag ist auch gut. Wo ist er, der Ferrari? Da ist er. Nee, das ist Lamborghini. Was ist denn dieser gelbe Ferrari? Nee, das war der nicht. Oh Mann. Da ist er. So, hier haben wir den Ferrari. Den 512 BB. Und den werden wir jetzt manuell testen. In Monza mal kurz. Wir fahren einfach mal eine Runde. Brumm, brumm. Maximale Leistung. Super weich. Und eine Runde. Boah. Oh, 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 ist das weich. Bissig. Dann wollen wir mal. Ganz schön weiches Fahrwerk, muss ich sagen. Sagen, fährt sich ganz schön schwammig das Teil, aber geil. Erstmal direkt in die Wand, wie geil ist das denn, ey? Naja. Mann, das geht aber ab, das Ding. Müsste ich mit dem Schalthebel fahren.
nochmal von außen. Uiuiui. Geht gut ab, die Karre. Ah, kriegen wir damit auch ein Burnout hin? Ich denke schon, wa? Machen wir mal Außenansicht. Und gehen wir mal voll im Lenkeinschlag rein. Nein, nicht, rückwärts. Oh, yo, 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 yo. So, das war's an der Stelle. Damit farb ich. So, das war's wieder mal. Gold. So, das war's wieder mal. Eine Gold-Challenge. Wir haben jetzt alles auf Gold gemacht. Wir gucken mal, welche Strecke wir beim nächsten Mal nehmen. An der Stelle war's das. Und dann sage ich, macht's gut. Euer Tornado. Ciao.